So schön tönt die neu umgebaute Orgel in der St. Laurenzenkirche. Die neuen Pfeifen sind bis zu 10 Meter hoch und die alten sind frisch poliert. Der neue Klang kommt von rundum und wird jetzt gerade während 2 Wochen eingeweiht. Der Bernhard Ruchti ist der jetzige Organist der St. Laurenzenkirche und freut sich über die Einweihung. Die Freude ist riesig. Ich meine, wir hatten eine sehr lange Planungszeit von knapp 8 Jahren, um das alles zu entwickeln und zu designen, genau zu entscheiden, wie wir es machen. Und jetzt, im Moment, dass es wirklich so weit ist, das ist eine riesengroße Freude. Für das Mittagskonzert ist der bekannte Organist Rudi Lutz vor gut einem Jahr angefragt worden. Der 72-jährige Musiker war selber an der St. Laurenzenkirche 40 Jahre Organist. Er erzählt, was die Orgel und sein Auftritt so speziell macht. Es gibt hier 2 Sachen, die ich erwähnen würde. Erstens habe ich meine Orgel, das ist der vordere Teil, der ja immer noch besteht, von unten natürlich noch nie gehört, außer wenn jemand anders gespielt hat. Jetzt kann ich mir selber zuhören. Und natürlich der Surround-Klang ist faszinierend. Man hat wirklich das Gefühl, die Kirche schwingt voller Musik. Die neue Orgel schwingt aber noch nicht so lange und ist doch ein grosses und langjähriges Projekt mit Kosten von ungefähr 2,8 Millionen Franken gewesen. Die Summe ist von verschiedenen Stiftungen, Privatpersonen, einem Crowdfunding und anderen Geldgebern zusammengekommen. Der Bernhard Ruchti erklärt, warum diese Orgel in der St. Laurenzenkirche überhaupt umgebaut worden ist. Also der Ausgangspunkt war die bisherige Orgel, die man jetzt hier hinter mir sieht, von 1978, die eine Revision gebraucht hat. Und das ist immer eine Gelegenheit, um sich zu fragen, mit was ist man zufrieden oder mit was ist man nicht zufrieden. Und diese Orgel hat eine grosse Schwäche gehabt, nämlich im Bassbereich. Also all die tiefen Vibrationen, Schwingungen, die sehr wichtig sind, die einem so an die Nieren gehen, die haben eigentlich gefehlt. Fehlen tun die Leute in der Kirche aber gar nicht. Bis jetzt waren Konzerte gut besucht. Die Einweihung in der St. Laurenzenkirche läuft noch bis und mit 17. September.